Das Ganze steht im Kontext eines Forschungsprojektes. Wir haben über die Laubengangkäuse ein Forschungsprojekt gemacht. Und was wir jetzt gerade zum Abschluss bringen, das ging mehrere Jahre. Und da wurde deutlich die Wichtigkeit dieser Häuser, weil diese Häuser sind ja eine Ergänzung gewesen zu den Laubengangkäusen, die schon geplant waren, aber nicht mehr umgesetzt worden sind. 1930, das hat was mit dem Rauswurf von Hannes Meyer als Direktor zu tun. Und was bei unserer Forschung dann rauskam, dass das schon viel weiter entwickelt war, als man wusste. Und dazu war schon der Bauantrag eingereicht, aber es kam dann nicht, weil Heldmeier rausgeworfen ist. Wir haben jetzt auch gar nicht das Haus von 1930 gebaut, sondern wir haben das Haus von 1932, das wachsende Haus von Ludwig Hilbers einmal, was auf der Bauausstellung in Berlin gezeigt worden ist. Und das ist eine Weiterentwicklung des Dessauer Hauses. Es ist einfach eine leichte Modifikation und Weiterentwicklung. Und das konnten wir ganz gut rekonstruieren, obwohl es keine wirklichen Pläne davon gibt. Es gab nur Fotos und ein paar Publikationspläne so groß. Aber wir haben uns sehr intensiv dann mit dem Holzbau der 20er Jahre befasst und konnten nachvollziehen, wie die Konstruktion gedacht war und haben dann mit den Studenten erstmal eine genaue Rekonstruktion gemacht, wirklich bis ins Detail hinein. Und dann haben wir im Folgesemester gesagt, okay, jetzt wollen wir es bauen mit euch. Und dann haben die Studenten es ja sozusagen aktualisiert. Das ist jetzt sozusagen, das ist ja jetzt diese Art der Öffnung zum Beispiel, das war ja, oder auch hier hinten diese Stirnseite, das war nicht so bei Hilbers, sondern das war ja auch für die Wohnzwecke, das war klar, das ist hier kein Wohnzweck. Und insofern gibt es, also die Kubatur stimmt exakt dem historischen, aber das Gebäude ist etwas verändert für den Selbstbau und auch für die andere Nutzung. Hannes Meyer hatte Hilbers einmal ans Bauhaus geholt, der war auch ein Sozialist und er war jemand, der sehr funktionalistisch dachte und sehr typologisch. Und ich glaube, dieses Haus ist streng genommen ist eigentlich keine Zusammenarbeit, sondern ist wirklich ein Werk von Hilbers einmal. Und er hatte diese städtebauliche Idee der Mischbebauung. Das heißt, und das ist, glaube ich, wirklich sehr innovativ und ich denke, es ist auch für die Gegenwart relevant. Die Idee war zu sagen, die Leute haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die Leute haben nicht dieselben Bedürfnisse und es ist sinnvoll, aber dass Leute mit unterschiedlichen Lebensstilen und Lebensformen in einem Stadtteil zusammenwohnen. Ja, wir sollten die nicht separieren. Und die Idee war, dass diese Einfamilienhäuser, dass das für Kinder mit für Familien mit Kindern ist und dass die Laubengangkäuse eigentlich eher etwas ist für kinderlose Paare oder Einzelstehende. Die haben kleinere Wohnungen, die brauchen keinen Garten oder also nicht direkt an der Wohnung. Und die wollen vielleicht mehr sozialen Kontakt untereinander über die Laubengänge. Das ist ja die Idee, dass es ja auch so eine gewisse Form der Gemeinschaftsbildung gibt. Und für die Familien ist wichtig, dass sie auch den Garten haben, dass die Kinder draußen spielen können und dass das Haus wachsen kann, wenn die Familie größer wird oder man etwas mehr Geld hat, dass man das Haus erweitern kann. Und für Hilbers einmal war auch sehr wichtig, dass das für nicht teuer ist. Das ist, die Konstruktion ist ja ganz einfach und Holz war damals billig wie heute. Also preiswert, das heißt, es war viel günstiger als jetzt meinetwegen Torten von Gropius, was glaube ich nicht sonderlich innovativ ist. Auch die Grundstücke waren sehr klein, es waren 200 Quadratmeter. Ja, also 200 Quadratmeter für ein Haus ist nicht viel, da ging es darum, um Geld zu sparen, aber auch um eine städtische Dichte zu bekommen. Weil man dann sagt, man hat eine Straßenbahn, man hat einen Kindergarten, man hat eine Schule. Das alles funktioniert natürlich nur, wenn man eine gute Dichte hat. Und auch die Leitungen, die Infrastruktur, das Wasser, Abwasser, Strom und so, das ist billiger, wenn viele Menschen auf einer Fläche wohnen, als wenn es zu verteilt ist. Es war aber andererseits auch sehr hellsichtig zu sagen, die Leute wollen Einfamilienhäuser. Das ist ja das, was dann nach dem Zweiten Weltkrieg sich durchgesetzt hat. Das war in den 20er Jahren ja nicht so selbstverständlich, weil Siedlungen gebaut. Man hat eigentlich keine Einfamilienhäuser gebaut. Hier ist ja dann in den 30er Jahren und im Nazi-Regime sind ja diese Siedlungshäuser entstanden. Die sind natürlich stilistisch sehr anders, aber es ist richtig, es sind ja auch Einfamilienhäuser. Die Grundstücke sind größer, es hat nicht diese Dichte. Aber in einer gewissen Weise hat sich diese Idee dann doch realisiert, wenn auch nicht in dieser Architektursprache. In
Deutschland wie in vielen anderen Ländern es ein großes Problem gibt mit diesen Einfamilienhausgebieten. Und da ist eigentlich genau das, dieser Ansatz sehr interessant, zum einen zu sagen, dass die dichter gebaut werden müssen, also auf kleineren Grundstücken, und dass man sie durchmischt mit Hochbauten, mit anderen Wohnungstypen. Meine Behauptung ist ja, dass diese Häuser hier, die Laubranghäusern zusammen, die einzigste Beitrag des Bauhauses zur Wohnungsfrage war. Ich glaube, das Bauhaus ist völlig falsch eingeschätzt, weil wir heute immer so annehmen, dass das Bauhaus sozusagen sich so gut mit der Wohnungsfrage beschäftigt hat. Das stimmt nicht. Das ist also diese Siedlung Törten von Kropus eine einzigste Reinfall. Es ist also wirklich auch sind keine guten Häuser. Und es gibt natürlich in den 20er Jahren in vielen Städten, denken wir an Berlin, an Frankfurt, an Wien, an Amsterdam, gibt es sehr guten Wohnungsbau. Das hat das Bauhaus nicht hervorgebracht. Und ich denke, dass tatsächlich dieses Konzept hier, von Törten 2, von Meyer und Hilbers einmal, dass das wirklich innovativ war, weil es auch tatsächlich diese Gebrauchsorientierung hatte. Aber das nimmt keiner zur Kenntnis. Das unterscheidet sich ja auch in den verschiedenen Phasen des Bauhauses, unterscheidet sich auch zwischen Kropius und Meyer und Mies. Kropius kam ja aus dem Bergbund und das war ja schon vor dem Ersten Weltkrieg die Idee, über gute Gestaltung auch deutsche Produkte besser vermarkten zu können. Und bei Hannes Meyer geht es eigentlich mehr um den Gebrauch, dadurch ist es aber auch nicht so wiedererkennbar. Es hat nicht so eine klare Formensprache. Und das ist nicht so vermarktbar. Es funktioniert nicht so sehr im Kapitalismus in der Kommunikation. Aber ich denke, dass er tatsächlich die eigentlichen Gebrauchsprobleme besser verstanden hat. Und zum Beispiel diese Häuser sind sehr funktional bis heute. Also eine Entscheidung war ja, wir wollen es nicht als, man hätte ja auch sagen können, es ist eine Ferienwohnung, der Bauhaustourist kann sich hier einmieten. Aber wir haben gesagt, nein, wir wollen es eigentlich mehr so als Ausstellungsgebäude haben und als gemeinschaftlichen Ort, als sozialen Ort. Und deswegen haben wir eigentlich auf alle Innenwände verzichtet. Auf alle Innenwände bis auf da, wo die Küche und die Toiletten sind. Da waren allerdings auch nicht Küche und Toilette, da war sozusagen die Speisekammer, der Geräteschuppen, das war der Übergangsraum zum Garten, aber es war eine Service-Schicht, die haben wir uminterpretiert, weil wir einfach eine freie, großzügige Fläche haben wollten. Auch wir wollten jetzt keine abgehängten Decken haben und so weiter. Und der zweite gravierende Eingriff war natürlich, dass wir nicht die historische Fassade nachgebildet haben. Aber wir haben keine Lochfenster gemacht, sondern wir haben gesagt, okay, wir wollen, das war auch natürlich eine Vereinfachung zum Bauen, aber auch eine gestalterische Entscheidung, dass wir gesagt haben, es gibt diese drei Stirnseiten, die sind voll verglast mit einer feststehenden Verglasung. Das ist so ein bisschen wie auch Corbusier hat das ganz gerne so gemacht, dass die eigentlichen Fenster feststehend sind und die Öffnungsflügel sind nicht verglast. Und dann gibt es halt hier diese Klappläden zum Lüften, aber auch zur Öffnung nach draußen. Wir haben viele Varianten, es gab auch verschiedene Gruppen, die verschiedene Varianten gemacht haben. Und dann war es auch so eine Spaß jetzt mit dieser Dachkonstruktion, weil dieses Anspannen mit der Unterspannung, dass wir gerne auch so ein bisschen unterscheiden wollten zwischen den zwei Flügeln und einfach noch einen Spaß hatten, so eine Unterspannung zu machen. Ich bin sehr, freue mich sehr über diese, das kam von den Studenten eigentlich, diese Idee dieser Schuppe. Das finde ich ist sehr schön geworden und hat dadurch eine andere Großzügigkeit. Ich finde schon, dass natürlich, wenn man in so einer Stadt ist wie Dessau mit diesem historischen Erbe, dass ich schon finde, dass man einen gewissen Gestaltungsanspruch haben sollte und nicht nur so rein pragmatisch sein soll. Ich denke, es gibt so eine große Frage an das Stadtzentrum. Ich war ja auch nicht dafür, das Bauhausmuseum in die Innenstadt zu tun. Ich hätte das zwischen Meisterhäusern und Bauhaus platziert, das für die Touristen nicht funktioniert und für die Menschen, die in der Stadt leben, außer der symbolischen Geste, auch eigentlich keinen Sinn macht. Da war der Park eigentlich sinnvoller. Man muss gucken, was eigentlich das Wesen dieser Stadt ausmacht. Und nicht so falschen Leitbildern hinterher zu rennen. Da ist ein bisschen so die Sehnsucht und das, was eigentlich tatsächlich dann im Alltag gelebt wird, das geht so vielleicht so ein bisschen auseinander. Und ich glaube, das muss man wieder näher zusammenbringen.